dann. Wow. Schlüssel 1. Schlüssel 2. Altes Glas, neues Glas. Gut, bis jetzt noch keiner da. Der Arnim war da, auf alle Fälle. Und da habe ich gekauft ein Messer und eine alte Perforiermaschine. Natürlich total seltenes Zeug. Also das Messer. Ist dieses hier? Schöne Taschenmesser. Extrem stabile Klinge. Mit der Klinge kann man Nägel zerhauen. Von Buck, Buckknife. Und ein Dorn. Total genial. Richtig geile Qualität. Richtig fett. Jetzt habe ich immer ein schönes Messer dabei, sozusagen. Nicht aus Messer raus, kennst du ja. Was wollte ich noch sagen? Die Perforiermaschine habe ich noch gekauft. Da gucke ich jetzt mal kurz nach, ob man dazu was findet im Netz. Die ist mit Uhrwerksantrieb. Also, was wird man hier finden, wa? Also, keine Ahnung. Nee, nichts zu finden. Also, auf die Schnelle ist hier nichts zu finden. Das heißt, jetzt warten auf Kundschaft, ey. Kommt ja keiner. Wie spät ist denn? 10.44 Uhr und noch keiner da. Eine Original Fausto Copy vom Copy. Da steht Copy drauf, aber das hat der gute Fausto nie gewollt, dass auf dem Hollandrad Copy drauf steht. Also, es ist unglaublich, was die alle bauen, damit sie es verkaufen können. Oder was die alle machen, damit sie es verkaufen können. Das soll ein echter Fausto Copy sein, ja? Als Hollandrad. Ich fasse es nicht. Das war bestimmt so ein China-Fake. Total billig. Mit der Konservendose da unten dran, also, ey. Krise, Krise. Gut, wie ihr sehen habt, Tretlager. Tretlager muss raus. Muss neu drin. Und das machen wir jetzt mal schnell. Tretlagerwechsel. Wieder mal einer, den ich mitfilme. Beim Fausto Kopie. Anders kann man das ja nicht nennen. Hab ich gar nicht aufgenommen oder was? Oh, ist ja nicht wahr. Hab ich den ganzen auf? Hab ich das nicht drauf? Hab ich das nicht drauf? Ich krieg die Krise. Hab ich das nicht drauf? Ich hab das nicht drauf. Ich hab den Tretlagerwechsel nicht drauf. Ich bin bescheuert. Liebe Leute, ich fasse es nicht. Das war der geilste Tretlagerwechsel ever. Und ich habe es nicht aufgenommen, weil ich dachte, die Kamera läuft. Oder ich hab keine Ahnung. Oder ich bin draufgekommen. Die läuft nicht mehr. Oder die ist ausgegangen. Oder was auch immer. Fakt ist, ich habe den Tretlager gewechselt bei diesem Copy-Copy. Bei dieser Copy-Copy. Neue Tretlager ist drin. Das andere Rad total zerbröselt. Das habe ich noch hier, kann ich euch zeigen. Bis auf die Achse, die hat schon entsorgt. Hier, so sah das aus. So. Ja, also da ist nichts mehr zu löten. So geht das nicht. Hier, warum fährt man so weit weiter? Und das Geilste war eben, man kann es mit der Hand rausdrehen und wieder reindrehen. Dann habe ich diesen Kettenschutz hier abgemacht, der hier dran war. Konservendose hoch in Hand. Und jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, wer da kommt. So. Klopfchen raushält. Gut, das Fahrrad ist fertig. Das werde ich jetzt mal die gute Dame in Kenntnis setzen davon. Und dann freut sie sich hoffentlich. Selber aufmachen. Ja. Naja, normalerweise kann ich das so dabei jetzt halten. Thomas Müller, wieso denn das? Keine Ahnung. Hat die Frau auf deinen Namen gemacht? Ist ja furchtbar. Mein Nutz, meine Bonität. Ciao, ciao. Ciao. Eine kleine Karte mit von dir. Eine Karte? Ja, mit Telefonnummer alles. Natürlich, ich hab doch keine Telefonnummer. Hast du gar keine?
Im Winter ja, im Sommer nein. Wenn so findest du. Wenn du die sagst, dann kannst du mit ihm einen Termin ausmachen. Ja, das ist. Dann fährst du mit dir zum Hof, weißt du, holst du ab und. Das ist leider schwierig bei mir. Das passt ja auch nicht. So, dann wird hier einmal hochdrücken. Damit es eben hier nicht gequetscht wird, an der Stelle drückt man das Tier so drin. Ja, so ein bisschen, da oben. Mhm. Und dann fängst du an hier. So, so. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht hier. Ja, das, wenn es hier reingezogen war. Ich kannst du das eben ohne Werkzeug sogar. Zack. So. Fertig. So, da draußen steht ein Rad, das muss ich wahrscheinlich reparieren, aber der Kollege telefoniert. So, was soll ich denn sagen? Thorsten ist da. Thorsten verkauft sein Rad, sein BMX-Rad. Jetzt habe ich ja ein. Der ist ja mal im Preis runtergegangen, 300. Und weg. Der braucht ein bisschen Geld. Ist ein schönes Rad. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also, lieber Carsten, wenn du Thorsten sein BMX-Rad kaufen willst, dann schicke ich dir mal ein paar Bilder. Und dann kannst du das gerne machen. Ich schicke dir Bilder und dann müsst ihr euch da. Also, naja, einig werden ist er da nicht, weil meine 300, das ist schon eine Ahnung. Hast du gehört? 300. Ja? Ja, zeig mal Foto. Foto? Ohne weiße Felgen, sondern mit diesen normalen BMX-Felgen. Und so. Dino. Wie neu? Wie neu. Neu. Optik. Das ist natürlich wie verhext. Jahrelang kommt hier nichts an den Gepäckträgern und heute kommen 3 Gepäckträger hintereinander. 3 Gepäckträgermontagen. Ja, bitte! Eine Mutter! Was ist nicht los? Na dann, vielen Dank. Eingerottet. Aber Porto. Porto. Jo, jetzt kommt ein schöner Ständer an, Alter. Von SG, ein alter Gepäckträger, nicht Ständer. Die Platte hier ist von SG, der ist von SG, also besser kann es nicht sein. Ha? Ich bin leider soweit, ich mach gleich weiter. Oh nee, das ist zu dünne.
machen wir mal von der anderen Seite, das ist ja vorne der Bremsbelag. Und dann mal von dir zugucken. Nochmal, Mann, diese Schüssel, ey, mich nervt doch jeder Teil. Ist hier auch zu viel irgendwie. Der Kollege hört zu schwer. Ei, ei. Moin. Ach, da hinten die Räder sind verkaufen, ja? Sind da hängen oder? Andere Seite, ja, die meisten schon. Guck ich mal kurz, ja? Ja. Jo. Das ist doch scheiße. Kann ich doch so nicht machen. Durch den Rand. Hier. Er hat da so falsch gelegt, dass er geschliffen hat und jetzt beim Schalten ist der auseinandergegangen. Ja, da hinten ist total viel Rost drin in dem Ding. Das wollen wir mal zeigen. Borsten restauriert das gerade. Und Rost leitet nicht. Einmal anschleifen, dann funktioniert's. Mal wunderbar. Hab ich aufgekriegt. Ich ziehe draus, so, ich ziehe draus. Say it again to YouTube if you want. Sure. Ah, it's very nice. We have a customer inside, a customer. Yeah. Here, it's your camera. It's okay. On. Oh wait, it's on? It's on. It's on. Okay. Well, I'm at this epic bike store, and there's just so many things here. It doesn't feel like a bike store. It feels like Wonderland, and just a million crazy things like these hangers and this chandelier and Mickey Mouse over here, and like we're in a bike shop, but it's also a place where you can probably live. It's insane. A best bike place ever. Oh, fantastically well. And you're from? I'm from Canada. From Canada. So he knows bikes. Hmm? That's you know about bikes. Yeah. 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 Rocky Mountain. No, yeah. This is yeah, from the Canada. Rockies. Yeah, yeah. We've got the and, Canadian Rockies. Red Bull. And bikes, got, not yeah, Red yeah. Bull the drinking, Red That's, Bull bikes. Yeah. Oh, also built in, I think a Red Bull is not long as exists, no? Yeah, 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 right. But it's built also in Canada. Yeah, we like to ride our very bikes. Nice bikes. Mainly, so I mean, like mainly mountain biking in Canada that I've done, but also long distance. So this is one. That's. Oh, he needs brake pads and a lock. For Berlin, we break that for the next long distance, maybe. Yeah. Yeah, okay, if you want, you can use the tools. Cool. And, change brakes. And now he is changing brake pads. It's not open, you pump and nothing. Oh shit. The same in the back, but yeah, it's nice. Nice workout. Put it on. Yeah, and now close and you will feel the difference, I think. See? It's working by itself. This one in also. So now you're on the beginning of a brake pad's life. That was the end here. End position, okay. Beginning position. Wow. So. Yeah, I've been coming and going, and I want to move to Berlin. I love it here. Also cheap here. Yeah. Oh. To London. Oh my God. Don't get me started. Oh my God. So viel.
viele Immobilien können wir gar nicht in versammeln, wie die gemacht haben. Ich muss nur wissen, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Wahrscheinlich kann ich es mir nicht leisten. Ich kann es mir sowieso nicht leisten. Aber es ist ja nur mal eine Frage gewesen, ob oder ob nicht. Ein Tag im Leben von Tommy. Dokumentation circa 40 Minuten. Es kostet etwas, weil... Ich weiß. Ach, das ist teuer. Also. Nein, das ist natürlich nicht teuer, aber es ist eigentlich... Es war nur eine Idee von mir. Kein Problem. Ich kann mir das nicht leisten. Ah, okay. Weil es ist, das ist, weiß ich nicht, ich bezahle ja alles. Ich weiß. Und dafür muss ich ganz schön lange arbeiten, hier im Laden sein. Ansonsten ist es keine Dokumentation. Ah ja, naja, in Tschechischer Television oder glaube ich auch in Deutsche, diese ist die kurze Dokumentation-Format. 26 Minuten. 26 Minuten. Das ist die kurze Dokumentation. Genau. Das kann ich machen. Ja, trotzdem. Morgen gucke ich auf deinen Vlog, ob du diese Diskussion ins Video da gehst. Nein, die gesamte nicht. Ja, aber etwas. Etwas bestimmt. Gut. Ja, ciao. Etwas kommt immer rein. Ja, die gute Frau, der Mann hat mir vorhin eine falsche Nummer gebracht. Marions kleine Rumpelkammer ist not available. Scheißdreck. So, jetzt kann ich mir da morgen die Sachen nicht angucken, weil ich die falsche Nummer habe. Mann. So, weil ich hab's noch mit Trinkgeld. Och, immer noch 50 Cent dazugekommen. 1,20 €. 20 Cent habe ich ja gerade so gefunden. Oh, extrem. So. Oh, ist das schön gesperrt. Hier kommt da kein Mensch rüber. Feierabendstimmung auf alle Fälle. Wie spät haben wir denn? 8.48 Uhr. Ich mache zu den Shop. Türe ran. Feierabend. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.